Hallo meine Freunde des Wissens. Heute sprechen wir über Linsen. Natürlich sprechen wir heute nicht über das Lebensmittel, sondern über die optische Linse. Dir verdanke ich, dass ich nicht alles so sehe, sondern so. Nicht nur die Brillenträger unter uns verdanken der Linse oder zumindest der Optik vielerlei Dinge. Medizin, Astronomie, Fotografie, Staubsaugroboter oder das geliebte Raytracing, das die Grafik der neuen Spiele so cool macht. Aber so groß unser Fortschritt in der Thematik auch sein mag, wo ein Fortschritt ist, ist auch ein Ursprung. Deshalb beginnen wir mit den Basics. Das Auge nimmt einfallendes Licht wahr und wandelt diese in Nervenreize um. Licht bezeichnet unser sichtbares Spektrum der elektromagnetischen Strahlung. Dieses geht von der Wellenlänge 400 bis 750 Nanometer. Um nicht abzuschweifen, das Auge kann kurz gesagt das Licht gebrochen sowie gebündelt aufnehmen, übersetzen, um dem Gehirn ein Bild zu vermitteln. Das Auge funktioniert ähnlich wie eine Kamera. Oder eine Kamera funktioniert ähnlich wie ein Auge. Auge sowie Kamera sind sogenannte Lichtempfänger. Das heißt, dass du nur einen Gegenstand sehen kannst, wenn er vom Licht bestrahlt wird. Ohne Licht siehst du nichts. Natürlich gibt es auch selbstleuchtende Gegenstände wie die Sonne. Nicht selbstleuchtende Gegenstände wie zum Beispiel der Mond können nur dann gesehen werden, wenn sie vom Licht angestrahlt werden. So viel dazu. Um jetzt zur Geschichte zu kommen. Der Euklid, man kennt ihn vielleicht aus der Mathematik, lebte ca. 300 vor Christus. Und der hat gesagt, Licht breitet sich geradlinig aus. Die griechischen Wissenschaftler vor ihm, sowie er selbst, gingen allerdings von einem falschen Sehvorgang aus. Der Sehstrahl geht vom Auge aus, which is not true. Pythagoras war auch der Meinung. Trotzdem hat Euklid das Reflexionsgesetz formuliert. Reflexionsgesetz, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Sieht man hier ganz gut, sieht man im Spiegel ganz gut. Ja. Euklid untersucht außerdem den Zusammenhang zwischen der scheinbaren Größe eines Gegenstands und dem Sehwinkel. Auch Claudius Ptolemaeus, ebenfalls aus Alexandria, hatte so seine Ideen. Denn von ihm stammen die ersten Tafeln, die den Zusammenhang des Einfalls- und Brechungswinkels beschreiben. Die Lichtbrechung in der Atmosphäre wird ebenfalls von ihm beschrieben. Neben der ganzen Physik gibt es auch Funde von geschliffenen Linsen in der Antike. Die sind meistens aus Quarz. Allerdings weiß man heute nicht, ob die Linsen als Sehhilfe dienten oder nicht doch als Brennglas. Denn aufgrund der formtypischen Eigenschaft der Linse eignet sich diese sehr gut zur Lichtbündelung und dadurch natürlich auch gut zum Feuermachen. Wandmalereien des 8. Jahrhunderts vor Christi aus Ägypten lassen sich so deuten, dass die vergrößernden Eigenschaften der Linsen beschrieben wird. Auslegungssache. Gehen wir wieder nach Griechenland, so wird von Aristophanes im Theaterstück Die Wolken das erste Mal von Brenngläsern berichtet. Auch Plinius berichtet, Kaiser Nero habe aufgrund seiner Kurzsichtigkeit ein Smaragd genutzt, um die Gladiatorenspiele besser zu sehen. Plinius erkennt außerdem, dass mit Wasser gefüllte Glaskugeln Gegenstände größer erscheinen lassen. Seneca hat das auch erkannt. Kleine und undeutliche Buchstaben erscheinen schärfer und größer, wenn man sie durch eine mit Wasser gefüllten Glaskugel betrachtet. Durch das falsche Verständnis des Sehvorgangs kann man physikalisch gesehen nicht wirklich weiter. Die Erkenntnis der antiken Wissenschaftler reichte jedoch für die Kunst. Denn diese Erkenntnis schaffte die Grundlage für das realistische dreidimensionale Malen mit Fluchtpunkten. Cool. Wie eben schon angesprochen, sind die Gegenstände mit gekrümmten Oberflächen praktisch. Die Lichtbündelung durch den sogenannten Parabolspiegel sorgt für eine punktuelle Erhitzung und dient damit als Feuerzeug. Sie haben es sogar in eine berühmte Erzählung geschafft. Der Parabolspiegel des Archimedes. Der Geschichte zufolge hat Archimedes die Kriegsschiffe der Römer mit Hilfe von einem Parabolspiegel oder mehreren abgefackelt. Heutzutage dient diese Form als Ofen für Entwicklungsländer, als Satellitenschüssel oder als architektonische Fehlkonstruktion in Las Vegas. Etwas wirklich Interessantes, in der Hinsicht zumindest, ist in der Antike also nicht mehr passiert. Springen wir zu den Wikingern ins Jahr 1050. Diese vergruben auf Gotland, einer schwedischen Insel, einen Schatz. Auch wenn ich immer dachte, dass Piraten diejenigen waren, die Schätze vergraben haben und nicht die Wikinger, aber gut.
Jedenfalls befanden sich in diesem Schatz asphärische Linsen aus Bergkristall, sogenannte Visby-Linsen. Die kann man im Museum Gotlands bewundern. Das Alter der Linsen konnte bisher nicht bestimmt werden. Vergleicht man die Qualität mit industriell hergestellten Hochpräzisionslinsen, so sind sie gleich auf. Man vermutet, die Linsen seien von skandinavischen Händlern, den Varengern. Diese gehörten zum Oströmischen Reich. Die moderne Optik beginnt mit dem arabischen Philosophen Al-Kindi. Dieser entwickelt die eben erläuterte Theorie des Sehvorgangs. Was von der alten Idee des Sehvorgangs geblieben ist, sind vor allem Sprichwörter und Redewendungen. Ein Blick auf etwas werfen, Erleuchtung bekommen oder ein heller Kopf sein. Der persische Mathematiker Ibn Sal entwickelt das Snellius'sche Brechungsgesetz. Das ermöglicht die exakte Berechnung des Brennpunkts wie der für eine bestimmte optische Funktion nötigen Linsenform. Ein weiterer Schüler von Al-Kindi war Al-Hasan. Er fasst in seinem siebenbändigen Werk Schatz der Optik alle überlieferten griechischen und römischen Erkenntnisse sowie auch neuere arabische zusammen. Er erklärt die scheinbare Größe von Sonne und Mond, wenn sie nah am Horizont stehen. Die Übersetzung ins Lateinische hat große Auswirkungen auf die abendländische Wissenschaft. Die Theorie war also geschaffen. Was ist denn eine Linse überhaupt und wie funktioniert das? Linsen sind transparente Scheiben, mindestens eine muss gekrümmt sein. Durchgehendes Licht wird an der Oberfläche gebrochen und zur Mitte des Lichtbündels abgelenkt oder nach außen gestreut. Die dünne sphärische Linse unterscheidet sich in geometrischen und materiellen Eigenschaften. Relevant ist der Durchmesser der Linse, der Krümmungsradius bzw. die Krümmungsradien sowie der Brechungsindex des Materials. Daraus lässt sich dann die Linsenschleiferformel herleiten. Um eine Linse herzustellen, werden Kunststoffe oder Kristalle genutzt, dazu aber später mehr. Diese eben angesprochene Übersetzung wurde also von europäischen Mönchen aufgegriffen. Der Lesestein wurde entwickelt. Roger Bacon forscht an der Verbesserung des Lesesteins. Man nennt ihn auch den Erfinder der Brille, auch wenn das umstritten ist. Der Lesestein hat eine flache Oberfläche und eine kugelförmige. Die flache Seite wird auf die Schrift gelegt, die dann vergrößert wird. Sie wurden aus Bergkristallen, meist Quarz, gefertigt. Auch Halbedelsteine, sogenannte Brille, dienen als Rohmaterial. Eine aus Beryl geschliffene Linse wurde Brill genannt. Zwei solche Brillen wurden dann Brille genannt. Diese Lesesteine waren natürlich eine Revolution für alte Menschen. Die Alten konnten wieder lesen und waren wieder zu was zu gebrauchen. Ich brauche auch in meinem Alter schon eine Sehhilfe, also who am I to judge? Gegen Ende des 13. Jahrhunderts wurden die Kugelsegmente flacher geschliffen und näherten sie dem Auge. Denn dadurch entstand ein größeres Sichtfeld. Zum Schutz der Gläser wurden sie von einer Fassung umgeben. Die Ränder wurden dafür an der Seite aufgeschlitzt, in die Fassung gesetzt und mit einem Faden verschlossen. Das älteste Bild einer solchen Brille befindet sich im Kapitelsaal der Kirche San Nicolo nahe Venedig. Die Predigt des Mönch Ribalto aus dem Jahr 1305 besagt: Es ist noch nicht 20 Jahre her, dass man die Kunst, Brillen zu machen, fand, durch die man noch besser sieht. Es ist eine der besten und notwendigsten Künste. In einer Chronik des Klosters zu Pisa findet sich der Verweis auf den 1313 verstorbenen Bruder Alexandria della Spina. Bruder Alexander della Spina, ein bescheidener und guter Mann, verstand es, alle Erzeugnisse, welche er sah oder von denen er hörte, auch auszuführen. Er fertigte Brillen, welche zuerst von jemandem gemacht wurden, der darüber nichts mitteilen wollte, selbst und verbreitete sie fröhlich und breitwilligen Herzens. Wie auch immer. Wie wird denn so eine Linse überhaupt hergestellt? Mineralische Linsen werden in einer Glasschmelze hergestellt. Dabei entsteht Spannung im Glas, die die Inhomogenität des Brechungsindex stören. Nachtempern ist dafür die Lösung. Auch das Gießen von Glasblöcken, die ewig abkühlen müssen, ist eine Möglichkeit, der Spannung entgegenzuwirken. Da große Glasblöcke nicht sonderlich handlich oder hilfreich sind, müssen diese geschliffen werden.
Das wird vor allem für Hochpräzisionsgläser genutzt. Diese optimale Form wird definiert durch den Spannungsindex, die Abbezahl und die Spannungsdoppelbrechung. Der Mann, der das Snellius'sche Brechungsgesetz als erstes veröffentlichte, war Snellius. Er beschreibt das Brechungsgesetz nämlich quantitativ, auch wenn Ibn Sal meiner Meinung nach die Credits verdient hätte. Auf die Nietbrille folgen unzählige weitere Brillen. Die heutige Brillenform entstand im 18. Jahrhundert. Als weiteren Meilenstein ist die Bifokalbrille nennenswert, die Fern- sowie Nahsicht ermöglicht. Entwickelt vom amerikanischen Politiker Benjamin Franklin. Ein Vorgänger der heutigen Gleitsichtbrille. Also nicht der Typ, sondern die Brille. Was für Einflüsse hat die Brille auf die Gesellschaft? Neben der Tatsache, dass wir Sehbeeinträchtigen ein normales Leben führen können, gibt es natürlich auch weitere Aspekte. Dass das gute Sehen für Menschen sehr wichtig ist, ist nichts Neues. Der Philosoph René Descartes bringt es gut auf den Punkt. Unsere gesamte Lebensführung hängt von unseren Sinnen ab. Und weil der Sehsinn der umfassendste und edelste von ihnen ist, gehört zweifellos alle Erfindungen, die seine Leistung steigern, zu den nützlichsten, die man sich denken kann. Der Perfektionismus, der den Fortschritt der Brille angeregt hat, ist auch der Aspekt des Älterwerdens entgegenzuwirken. Auch die Herstellung von Linsen in Europa wird einer der Gründe sein, weshalb ein Wettbewerbsvorteil geschaffen wurde. Die vergrößernden Eigenschaften der Linse ist der eine Aspekt, die Empfindlichkeitssteigerung der andere. Der Durchmesser der Linse, in die das Licht eintritt, ist größer als die Eintrittsöffnung unseres Auges. Dadurch kann mehr Licht vom Objekt aufgenommen werden. Addiert man die Eigenschaften, so finden wir einen weiteren Bereich der Linse. Dieser Anwendungsbereich der Linse ist das Fernrohr. Die ersten Hinweise auf Fernrohre stammen aus den Niederlanden im 17. Jahrhundert. Auch das Mikroskop ist entdeckt, doch es erscheint den Menschen eher irrelevant. Das Fernrohr findet in der Seefahrt sowie in der Astronomie seinen Platz. Galileo Galilei baut im Jahre 1609 in Padua ein holländisches Fernrohr nach. Seine astronomischen Beobachtungen weisen darauf hin, dass nicht die Erde, sondern die Sonne im Zentrum unseres Systems steht. Kopernikus hatte schon zuvor die Idee geliefert, doch Galilei liefert Beweise. Neben den Phasen der Venus beobachtet er Flecken auf der Sonne, die in Bewegung waren. Das deutet darauf hin, dass die Sonne rotiert. Kopernikus hat schon vorhergesagt, dass eine Erdrotation möglich ist, und durch diese Erkenntnis der Sonnenrotation scheint das nicht mehr so unwahrscheinlich. Auch die vier hellsten Jupitermonde konnte er sehen, sodass er zu der Erkenntnis kam, dass der Erdmond um die Erde kreisen muss. Dennoch hat das Fernrohr Nachteile. Der größte Nachteil ist das relativ kleine Gesichtsfeld. Bei der Beobachtung des Vollmonds konnte er lediglich ein Viertel der vollen Scheibe sehen. Ein weiterer Astronom war Johannes Kepler. In seinem Werk Dioptrice benennt er, dass ein Fernrohr aus einer Kombination von zwei Sammellinsen aufzubauen ist. Ein langbrennweitiges Objektiv und ein kurzbrennweitiges Objektiv. Das hatte den Nachteil, dass die Bilder auf dem Kopf stehen und die Geräte größer sind. Die höhere Bildhelligkeit und das größere Gesichtsfeld sind die Vorteile. Kepler erkennt, dass die Lichtintensität einer Punktlichtquelle mit dem Quadrat des Abstands abnimmt. Außerdem erklärt er den Sehvorgang mithilfe der Augenlinse und deutet die Bildentstehung der Lochkamera. Die Linsenfernrohre hatten allesamt den gleichen Nachteil. Licht, zum Beispiel ein Stern, war immer von einem farbigen Kreisring umgeben. Das liegt an der unterschiedlichen Brechung des verschiedenfarbigen Lichts in der Glaslinse. Das erkannte der Physiker Isaac Newton. Da sich Reflexion von Licht an Spiegeln gleichartig verhält, ersetzt er die Konvexlinse durch einen Wölbspiegel. Das Spiegelteleskop war geschaffen. Herschel findet mit einem solchen Teleskop im Jahre 1871 den Planeten Uranus. Mit der Zeit wächst neben der Größe auch die Qualität der Teleskope. Dank Josef Fraunhofer können die vielen Nachteile der alten Teleskope durch Linsenkombinationen, verschiedenen Glassorten und Schleifertechniken ausgemerzt werden. So konnte 1846 der Planet Neptun entdeckt werden. Heutzutage werden Teleskope eher in den Weltraum geschossen.
1990 transportierte ein Space Shuttle das Hubble Space Teleskop in die Erdumlaufbahn. Man fängt auch nicht mehr nur Licht, sondern alle anderen möglichen magnetischen Wellen ein. So steht zum Beispiel bei uns in Nordrhein-Westfalen das Radioteleskop Effelsberg, das bis im Jahre 2000 das weltweit größte bewegliche Radioteleskop war. Eine beachtliche Leistung hat ein Verbund von Radioteleskopen erbracht. Das Event Horizon Telescope veröffentlichte am 10. April 2019 die erste hochauflösende Aufnahme des aktiven Kerns der Galaxie M87. Auch bekannt als Bild vom Schwarzen Loch. Die allgemeine Relativitätstheorie konnte dadurch bestätigt werden. Beteiligt war unter anderem das Bonner Max-Planck-Institut für Radioastronomie. Was fehlt jetzt noch? Richtig, das arme, vernachlässigte Mikroskop. Wie gesagt, 17. Jahrhundert, Holland. Die Glasschleiferkunst boomt. Der sogenannte Erfinder des Mikroskops, Antonio van Leeuwenhoek. Ihm gelang es, Linsen zu schleifen, deren Brennweite im Bereich von 1 mm lag, sodass deren Vergrößerung den Wert von ca. 200 hatte. Was guckt man sich am besten unter dem Mikroskop an? Richtig, Zahnbelag. Er findet als erstes Bakterien, die er dann auch skizzierte. Er entdeckt außerdem den peripheren Blutkreislauf in den feinen Kapillaren, wodurch die Verbindung zwischen dem arteriellen und dem venösen Blutkreislauf erklärt werden konnte. Viel wichtiger war seine Entdeckung der menschlichen Spermatozoen zur geschlechtlichen Fortpflanzung aller Lebewesen. Dann erfindet der Physiker Hooke das Hooke'sche Mikroskop. Lichtschwach, aber mit einer Öllampe ging's schon. Nachdem er einen Korken untersuchte, stellte er als erstes fest, dass pflanzliches Gewebe aus Zellen besteht und bildet die Grundlage der Zytologie. Das Lichtmikroskop entwickelt sich weiter und irgendwann ist das Limit erreicht. Die maximale Auflösung ist bestenfalls 0,2 Mikrometer, das sogenannte Abbe-Limit. Mit Elektronenmikroskopen sowie Rasterkraftmikroskopen geht es dann weiter, aber das hat nichts mehr mit Linsen zu tun. Vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, ihr konntet was Neues lernen. Diese Linsen sind wirklich praktisch. Neben den wissenschaftlichen Zwecken sind die alltäglichen Anwendungen heutzutage nicht wegzudenken. Ohne Linsen gäb's vieles nicht, vielleicht nicht mal dich und mich. Das war's von mir, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.